Hallo Dennis, ich gratuliere erstmal zum Tor, 2-0 geführt, am Schluss ein bitteres 2-2. Ja, also über das Tor kann ich mich jetzt nicht ganz doll freuen, als wenn wir jetzt vielleicht 2-0 oder 3-0 gewonnen hätten. Ich denke, wir haben einfach das dritte Tor nicht gemacht und wurden dafür letzten Endes bestraft. Das Schlimme ist ja, Stürmer treffen wieder, war trotzdem einer zu wenig. Wie bitter ist es trotzdem? Ja, wie gesagt, das ist halt auf der einen Seite jetzt endlich mal passiert, dass Helmut Zählich auch irgendwo zu den Stürmern das 2 getroffen haben und trotzdem nicht gewonnen. Das ist, weiß nicht, jetzt die nächsten zwei Tage vielleicht ein bisschen enttäuschend und auch sind wir vielleicht traurig ein bisschen, aber ich denke, übermorgen ist die ganze Sache wieder abgehakt und dann schauen wir nach Rostock. Dargo als Pechvogel des Tages hält euch erste Halbzeit super im Spiel nach der kleinen Schwächephase am 20. Minute und Gott vor Schluss lässt er den Ball durch die Hände flutschen, was sonst nicht passiert. Ich denke, sowas passiert jedem Torwart mal und gerade Dargo können wir, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Er hat letzte Saison immer wieder im Spiel gehalten und klasse Paraden gezeigt und auch dieses Jahr schon uns immer wieder auf Deutsch gesagt irgendwo in den Arsch gerettet und deswegen mache ich Dargo da gar keinen Vorwurf. Dann kann man nur sagen, Kopf hoch, weiter geht's und nächste Woche geht's wieder besser. Hallo Dargo, du hast gerade selber gesagt, bist der Mann des Tages, ob du es nun heute unbedingt sein wolltest, bezweifle ich. Wie bitter ist es, du hältst die Mannschaft erste Halbzeit super im Spiel nach einer kleinen Schwächephase und die letzten 10 Minuten waren, naja, nicht deine. Durch einen Sonntagsschuss in der 80. und in, glaube ich, der 86. Minute der einzige Fehler des Spiels. Ja, es ist, kann nicht mehr passieren, ne? Ich habe es schon gesagt, ziemlich schwerer Ball, weil nach dem Block von Masti hat der Ball eine richtig große Rotation gekriegt. Ich habe auch Ziege gehört hinter mir, dass ich muss zum Ball gehen, weil hinter mir schon ein Spieler ist. Ich wollte sicher gehen, Ball fangen, aber wegen dieser Rotation ist aus dem Hand rausgerutscht und ja, scheiße passiert. Tor, ne, 2-2, wir können 3 Punkte nehmen. Schade, aber morgen ist nächster Tag, muss man weitermachen und irgendwo anders wieder Punkte holen. Aber wie gut tut es einen, wenn die ganzen Fans nach so einem Patzer, kann man ja sagen, hinter einen stehen, Gesänge bringen über deinen Namen, Dargo, unser Torwart, sowas baut dann ja auf. Die ganzen Fans laufen daher, möchten Autogramme, möchten dich aufmuntern. Ja, ist schon ein schönes Gefühl, aber ich muss aufpassen, nicht auf diese Ding gewonnen, ne, und nicht keine Scheiße mehr machen als Tor verhindern. Ne. Aber ist schon ein schönes Gefühl, dass mich Leute hier so
schön angenommen haben, auch wenn ich Fehler mache. Und ja, ich muss versprechen, nicht passiert nicht mehr. Dann wünsche ich ganz viel Glück fürs nächste Spiel. Die anderen Jungs werden dich also mehr aufbauen drin und dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Ciao. Hallo Erich, erstmal Gratulation zum ersten Startdebüt. Nach einem super Spiel, Stürmertreffen wieder, hat es am Schluss dann doch nur zum 2-2 gereicht? Ja, auf jeden Fall ärgerlich für uns. Ich denke, wir waren über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft. Dann kriegen wir durch ein 2-1, super Schuss natürlich, das Gegentor. Dann fangen wir an zu schwimmen und die machen dann noch irgendwie kurz vor Schluss 2-2, Stolpertor. Passiert, aber gut, weiter geht's. Du warst ja am ersten Stürmertor dieser Saison mit beteiligt, hast die Flanke fürs Tempo-Tor gebracht. Ja, ich denke, habe mich außen recht ordentlich durchgesetzt gehabt in der Situation, habe dann Telmo gesehen, habe den Ball ihm genau auf den Kopf geflankt und er köpft ihn rein. Gut. Wie bitter ist es jetzt gerade die letzten 10 Minuten, Sonntagsschuss, dann der kleine Fehler von Dargo, den die Fans schon längst verziehen haben, aber es ist ja schon bitter, dass man dann so ein Spiel dann trotzdem noch verliert. Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall bitter für uns, aber ja, Dargo hat uns diese Saison schon viele Punkte gerettet, das verzeihen wir ihm alle und ja, nächste Woche geht's weiter. Dann viel Glück nächste Woche und Dankeschön.